Sieh mal, unsere Nummer 3 lässt uns nach China reisen. China ist noch gar nicht lange auf dem Kaffeemarkt aktiv. Es ist tatsächlich angefangen mit einer großen Kaffeekette, 1990 mit der ersten Filiale. 2019 waren es dann schon 3.300 Filialen. Das beschreibt vielleicht ein bisschen das Interesse, was dann tatsächlich zugegen war in dem Land, was Kaffee betrifft. Und vor allem auch einfach die jüngere Mittelschicht, die sich super an so Kaffee interessiert. Was daraufhin dann natürlich auch noch passiert, dass die Specialty-Kaffeeszene sich dort etabliert und man nach Asien über Auktionen ganz viel Specialty-Kaffee verkauft hat. Unser China, Siamo, wächst in der Region Yunnan, in der Höhe von 1200 bis 1600 Metern. Er bringt Aromen von Haselnuss, Anis und Beeren mit sich. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Probieren.